Das muss ich mal filmen, Dicky. Nein, Vitamin D, Digga, Vitamin D. Also wir sind jetzt in der Schweiz angekommen und wir haben in 5 Stunden Spiel. Wir sitzen schon 4,5 Stunden im Bus. Aber wir haben gleich noch mal 1/2 Stunde im Dings, das ist schön. Und das ist einfach typisch Schweiz, hier eine Autobahnraststätte. Einfach ein Fluss. Wow. Wow, wow, wow. Die Schönheit der Schweiz. Ich werde hier auch auf Joachimo Nator treffen, den ich mal aus dem Tansania-Vlog kennt. Das ist Luca Karl. Und der guckt sich ja Spiel an. Der kommt nämlich aus Fribourg. Das ist richtig cool. Ich freue mich, ihn wiederzusehen. Und vielleicht kann er uns dann noch abends irgendwie ein bisschen die Stadt zeigen. Was ist das für Latschen an, Alter? Hier sind die bequemsten Badelatschen der Welt, Alter. Soll ich kurz mal ausprobieren? Ja. Probier mal. Nein! Der nimmt das auch noch auf, alles ist die Scheiße. Seien wir ehrlich, wie geil. Schon geil. Ich fühle mich schon spritzt gerade. Ey, ey, ja! Mach mal einen Move, Ronny! Jetzt hat er gleich. Ronny hat Hands, Digga! Ronny hat Hands, Alter! I don't know what it is. Was ist das? Wait, we will see. Fribourg mit Joachim. Joachim hat sich gekloppt, Alter. Na, wer ist gefolgt? Wer ist? Und Nator. Nator, hello. Hallo. it's a really old. So you can go from low. Guck mal. Und es geht. Ah. Es funktioniert ohne Elektrizität, ohne Benzin. Es ist einfach. Machen diese voll, ja, mit altem Wasser, ah, und er geht nach runter und dann macht alles wieder, ah, geil, die Ding. So this is the football pitch of Freiburg. No. There is a bigger one next. Wie schön, okay, ey, wie schön. Ist ja richtig schön. Und wo wohnst du? But there is missing something on top, right? No. No, it looks like. Can walk and go up. Exactly. But Freiburg is German and French. Oh, okay. Und damals, das war die Putzfraustraße. Die hier? Hier, ja, ja. Und die haben gefunden, es war nicht so schön. Und jetzt es ist es Ehefrau genannt. Ehefrauenstraße, okay. Ja, genau. Ich liebe das, so kleine Cafés, das ist so schön. Fribourg. Das ist ein Vibe, oder? Das ist der African Music, oder? Das fühle ich. Ronny, alles zurückgebracht. Alles sogar? Ja.
Mittagspause hier. 9.30 Uhr Frühstück. Digga, sowas muss ich mir anhören, wirklich. Kommt das jetzt in den Vlog rein? Nee. So Format. So, Abmarsch aus unserem geräumigen Bett. Aber Doppelzimmer. War eine geile Nacht, wirklich, ey, Wahnsinn. Fribourg, tschüss. Tschüss, salut. Also heute Recovery, Training und ein bisschen Kraft. Und gerade habe ich schon Herfors reingeworfen. Das heißt, die Jungs werfen gerade aus, wer mir Kaffee und Kaffeebraun ausgibt. Digga, du hast so ein Glück, Alter. Bro, was machst du denn, Alter? Ja, der ist drin. Digga, da werden richtige Steine reingeschnitten. Pay me, Luki. Put some respect on my name. Ja, Krypto muss wieder hochgehen. So, ich bin jetzt hier auf dem Weg kurz in die Halle. Hol unser Jersey, denn morgen ist Media Day in Köln. Und da fahren Jordan und ich heute schon hin. Wir müssen schon um 7.45 Uhr da sein. Das heißt, wir pennen da heute nach dem Hotel, damit wir hier nicht morgens um 4 Uhr losfahren müssen. Alrighty, right. Viel Spaß mit dem kleinen Mini-Vlog. Beziehungsweise viel Spaß jetzt mit diesem Teil. Ihr habt wahrscheinlich schon den Teil aus der Schweiz gesehen. Let's go. Moin, Dennis. What's up? Wow, den habe ich ja auch vergessen. Let's get it. Is this the bathroom? What is this? Okay. It's a toilet. Oh, yeah. Ein bisschen abgestellt, Base. Man muss hier mal so an so einem Check-in. Automatisch oder also ohne Rezeption Reservierungsnummer uns eingeben und auf einmal kriegt man so eine Karte ausgespuckt und ist jetzt in so einem futuristic Hotel einfach. Aber ich find's geil. Ja, die haben hier so schon so ein paar Nachhaltigkeitsdinge, das zum Beispiel. Und hier. Nice. Tomorrow Photoshoot. Jordan, you ready? You got chosen because you're the best model on the team, I heard. Photo Doom. Man, he's so demanding. Attention, doesn't he? Yeah. Rollmops, ne? Mhm. Ja. Komm so rein ins Mode. Ich hab vorgestern einen Vlog angeguckt mit dir in Braunschweig in Bayern. Ja. War witzig, da warst du richtig, richtig wahnsinnig. Kalt. Kalt, kalt. Guck mal, das ist Teamchemie, Alter, das ist Teamchemie. Guck mal, sogar vegane Salami. Ja, wirklich. Machen wir gerne
Käse drauf. Den habe ich auch, aber im Rucksack. Wo ist der Rücken? Und diese Halbmondiger, die so die Lied guck mal, dass die alles passt. Das ist okay, wenn wir jetzt dann sagen, dass zum Beispiel jetzt die Story. Ja. Sieht aus wie so ein alter Wanderer, wenn du hochkommst, ey. Aber wirklich? Jupp, jupp. Das ist das Wichtigste, um breit auf Bildern auszusehen. Ups, oh shit. Um breit auf Bildern auszusehen, schön einmal ein paar Liegestütz voll machen. Tinder aussehen. Best, I call it me? Ja. Und jetzt pass auf, jetzt legen wir noch einen drauf, jetzt kreuz die mal, mal gucken, ob wie das aussieht. Genau. Und dann musst du ein bisschen wahrscheinlich rumdrehen. Du bist so. So, was machen wir jetzt hier? Video-Content. Alright. Ja, komm, fix it. Ey, you got your Hairspray. Nein, Mann. Ja, das ist von Harris. Harris hat den extra stark. Dann zeigst du mir das Körpertest? Ah, no. Wir mussten sie schön voll testen. Oh, hier ist die Bluetooth-Box. Oh, we need to take it for our locker room. Alright, let's go home.